Zuschauer, herzlich willkommen bei Martina Mietz und mein heutiger Gast ist Lisa Feller und ich bin total glücklich und wir sind total glücklich. Ja. Nach so 8 Jahren und das Wiedersehen. Ja, wir haben uns schon geknuddelt und es ist... Na, 8 Jahre sind es jetzt, ne? Dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Damals war es schon so schön. Ja, das auch, danke schön. Mal gucken, wie es heute wird. Ne? Das kann eigentlich nur besser werden. Wir haben eigentlich schon viel Pulver verschossen. Ja. Aber wir holen das wieder rein. So, genau. Pass auf. Neues Bühnenprogramm kommen wir gleich zu. Aber ich möchte jetzt erstmal über dein Buch reden. Okay. Vor allen Dingen fand ich den Titel so toll. Mir geht es gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Lisa, was hast du gemacht denn? Naja, komm. Also wir sind ja beide, will ich jetzt mal sagen, Anfang 20, Ende 30 im weitesten Sinne. Ja, so in dieser Reihenfolge kann das so. Oder sagen wir beide Zahlen zusammen. Nein, aber auf jeden Fall, mein Gott, die Schwerkraft klopft an. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich aus dem Bett komme und einen Kran mich hochheben muss. Aber trotzdem merkt man, gestern hat man einmal in die Puderdose gehustet, heute hustet die Dose zurück. So. Und das hat mich dann inspiriert dazu, zu sagen, eigentlich geht's mir super. Ich meine, das ist auch immer das. Meine geschätzte Kollegin Gerburg Janke sagt immer so schön, man wird im Kopf immer weiter, ne? Aber der Körper, der lässt sich immer mehr hängen. Also kaum hat man im Kopf alles zusammen, fällt der Körper auseinander. Und ist so, ne? Und es gibt immer nur so einen ganz kleinen Moment im Leben, wo beides eigentlich ganz gut zusammenpasst. Ja, das ist immer so, aber liebe Zuschauer, die das noch nicht wissen, das Showgeschäft ist knallhart, ja, und da muss man immer 20 bleiben, aber es sei denn, man ist lustig, ne, dann kann man auch noch Karl Dall zum Beispiel, ne, der kann ja nun, das ist der Komiker schlechthin, ja, der Keith Richards unter den Komikern. Genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr lieber Mensch. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Hattest du den auch schon hier sitzen? Nee, noch nicht, aber ich arbeite dran. Aber ich habe jetzt noch so viele andere und freue mich, dass die Leute schon von selber zu mir kommen und mir schreiben über Instagram und Facebook und sagen dann, ich will auch mal, ich habe deine Interviews gesehen, die fand ich alle toll. Ach, cool. Und ja, dann bin ich ja froh, dass ich heute hier zwischengerutscht bin. Das war so haarscharf, ne? Ja, klar, hab ich selber gemerkt. Nee, aber das ist ja, ja, wir haben ja nur noch die Creme de la Creme jetzt. So, nur noch. Nur noch. So nee, wenn man anfängt, muss man ja alles nehmen. So, du auch, ne? Ja, ja. Das ist im Privaten so wie im Beruflichen. Das stimmt. Was man mit 15 teilweise, also wo man da teilweise reingerutscht. Aber hallo, die musst du dir dann heute mal angucken. Ich hab da so ein Horrorkabinett der Vergangenheit, da habe ich die alle drin. Ich finde das immer so cool, wenn man sich nach 30 Jahren plötzlich so Facebook-Fotos anguckt. Ja. Was ist denn eigentlich aus dem geworden? Genau. Und man denkt, boah, gut, dass damals Schluss war. Das war genau meine Gedanken. Ich habe mir dann auch so viele Fotos angeguckt, den fandst du mal toll. Ja, ich meine, die haben natürlich dasselbe Recht. Ne? Es kann auch immer noch sein, dass irgendjemand unser Bild sieht und sagt, puh, da ist der Kelch aber nochmal. Das ist dann auch in Ordnung. Das glaube ich nicht. Nein. Natürlich nicht. Mir weinen die alle noch nach. Ja. Hast du es gut? Ach ja, wir sind ja vor der Kamera, da kann ich ja sagen, was ich will, ne? Stimmt auch wieder. Ne? Aber dir rennen sie die Bude an, würde ich sagen. Ich weiß nicht, welche Bude. Wahrscheinlich haben sie die falsche Adresse. Ach so. Aber... Ja, du bist ja, du hast ja zwei Söhne. Wir hatten ja damals, da war es noch einer. Ja. Ja. Ach stimmt, genau. Ja, natürlich. Ja, der ist jetzt 7 und das passt. Mensch, wenn wir uns da haben wir uns noch, ne? Siehst du? Da haben wir uns noch ausgetauscht. Ich habe dir noch Tipps gegeben und habe gesagt, ich kann das so gut nachvollziehen. Alleinerziehende Mütter, wir haben wirklich die A-Karte der Nation, das ist leider so. Aber wir kämpfen und wurscheln uns durch und unsere Kinder sind uns später überhaupt nicht dankbar. Ist das so? Aber dafür tue ich das doch alles, dass ich das Gefühl habe, irgendwann zahlt es sich aus. Doch. Also, ich schreibe mir jetzt auch alles auf und zum 18. sage ich so, mein Freund, will ich alles wieder haben. Das hättest du mir mal früher sagen sollen. Ich habe seine Schuhe gesammelt bis zum 18. Lebensjahr. Ja, da waren die noch so, oh, ganz klein. Aber mit 18 dann nicht mehr, ne? Da waren sie größer. Das ist das dann plötzlich so okay, ne? Ja. Also ich finde ja schon, natürlich, ne, alleinerziehend, das ist schon krass, aber ich möchte die beiden nicht missen. Das ist das Gute. Das Beste, was mir in meinem Leben passiert. Das ging mir genauso. Und ich hatte damals einen Vertrag beim großen Sender in Köln und musste mich entscheiden.
Ach. Und da war für mich aber ganz klar, musste ich nicht lange nachdenken. Das ist so, und ne? Heute habe ich meinen kleinen Liebling, sei schön brav, Mami kommt gleich nach Hause. Wie alt ist der jetzt? 30, ne? Ja. Aber der ist ihr quasi gleichzeitig auf die Welt gekommen, verrückt. Ja, es war wirklich ein Wunder. Ja. Nee, aber das ist schon, man ist schon stolz. Und die, die bleiben ja immer Babys, auch wenn sie erwachsen sind. Das können unsere Kameraleute bestimmt auch bestätigen. Ja, ist das so? Ja, siehst du, die nicken alle schon. Ja, ja, alle Mamas Liebling. Ehrlich gesagt ist es bei mir ja heute noch so. Du hast, der eine ist 7 und der andere ist 11. 11. Mhm. Aber für meine Mama bin ich immer auch noch die Kleine. Und, ja. Und ich bin auch noch meine Mama. Ja, also, das ist bei mir auch so. Das ist doch schön, ja, Mensch. Ist auch schön. Ja. Und man kann die coolste Sau der Welt sein, die wir ja sind. Sobald man krank ist, ja, will man nur noch zu Mama. Ja, das ist wahr, aber das ist halt, ich mache dann immer trotzdem weiter, weil ja, klar, du kennst das doch. Das, ja. Das ist ja das Los, was alleinerziehende Mütter haben. Wir schreiben unsere Texte, du bereitest dich auf deine Show vor und zwischendurch wechselst du die Frikadellen, holst die Wäsche aus der Maschine, genau, schmeißt die Spülmaschine an, ja, so, ne? Oder auch so zwischen zwei, wenn das so, ja, wenn das eine Moderation ist, und dann komme ich von der Bühne und dann habe ich eine SMS von der Babysitterin und dann wird das eben geklärt und dann, oder mein Sohn ruft an, wollt ihr nur gute Nacht sagen? So, ich Mäuschen. Und dann geht man wieder raus, hallo, schönen guten Abend. Also das ist schon cool, ne? Ja, wie bei mir. Er wird auch ungemein, ja, oder? Du hast irgendwie gerade einen umjubelten Auftritt, also ich hatte einen umjubelten Auftritt, natürlich habe ich nicht nur umjubelte Auftritte, aber vielleicht hatte ich auch einen nicht so umjubelten, egal, ich hatte einen Auftritt. Ja, doch, kannst du aber sagen, die Leute feiern dich schon ordentlich ab. Also. Ja, ich gebe mir ja auch Mühe, dass es uns allen Spaß macht. Und, aber kann ja sein, es gibt ja manchmal so Auftritte, wo es magisch ist und dann Standing Ovations im besten Fall und man denkt, oh mein Gott, und dann kommst du nach Hause, ich kann nicht schlafen, ich habe mich übergeben. Und ich habe Hunger, ich habe Durst. Ja, aber sofort denkt man, ah genau, das ist das Leben, ja, cool. Ja, dann freut man sich aber auch, dass man wieder zu Hause ist und hat dann die Regie über das Zuhause wieder und das Kind weiß, Mami ist da. Ja, ja, ist auch bei mir heute noch so. Toll. Oh Gott, der bringt mich um. Dass der keinen Quatsch macht. Nein, nein, nein. Der ist ein erwachsener Mann, der steht im Leben, der ist Musikproduzent, das ist ein ganz lieber Junge. Ja, ja, der macht Musik und bin ich auch sehr stolz drauf. Und hat ja auch die Musik damals für dich das erste Mal gemacht und hat auch jetzt für Martina Mietz den cool Soundtrack gemacht. Also das ist schon, wir sind eine sehr kreative Familie. Cool. Das ist schön. Ja, da freue ich mich, dass man so Gemeinsamkeiten hat. Kurz, ja, jetzt müssen wir mal fragen. Zum also Thema, wir sind ne? zum Buch. Es gibt es ja noch nicht, liebe Zuschauer. Das Buch erscheint am 19. Februar. Du hast es ausgedrückt. Super, dann kann ich ja so tun, als hätte ich das Buch an das Buch gedacht. Ja, das hättest du jetzt mal, dann hätte ich dir das so zugeschoben. Das aber wir können das ja immer noch rausschneiden, wenn wir wollen. Nee, mach ruhig. Mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Und das ist ja auch so, ich habe ja hier das Monster-Dekolleté, ist natürlich alles echt. Weil die Frage, wenn du so ein Buch hast, so einen Titel hast, ich finde den ja sehr lustig. Mhm. Ich habe den, das mache ich auch immer mit so, mit Texten, bei denen ich unsicher bin oder so, mit Buchtitel, bei meinen Kita-Muttis. Und wenn die lachen, dann weiß ich, läuft. Ja. Ja? Und das war immer der, wo die alle so, oh, sowas. Und dann dachte ich, super, passt. Und dachte dann, naja gut, auf der einen Seite, ich will ja jetzt nicht auf dem Cover sein, wo ich mir so extra so, weißt du, so Hängedinger. Nee, auf der anderen toll, Seite, wenn ich so aussehe, glaubt mir das auch keiner. Warum soll das Buch so heißen? Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, ich habe so ein Dekolleté, aber der Typ da drunter. Ja, ja, der hebt das. Aber ich habe es als Metapher gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht so geglaubt und das glaube ich auch bis heute nicht. Ja, ist ja auch einfach. Es ist vor allen Dingen, es soll Spaß machen. Es soll ja genau. Da berichtet Lisa Feller über ihr Leben. Gnadenlos, offen, ehrlich. Ne? Ja, und vor allen Dingen lustig. Also ich finde immer, es gibt wirklich Sachen, die ernst genug sind. Und zwischendurch muss man auch mal abschalten. Und wenn ich merke, anderen geht das genauso, dann hilft mir das ja auch weiter. Und danach gehen wir alle wieder zurück in unser Leben und sehen zu, dass wir das alles zusammenhalten, aber zwischendurch mal eine kleine Auszeit. Ja, ist super. Das ist ja dein zweites Buch, ne? Ja. Das erste Buch war ja mit den Windeln haben kurze Beine, genau. Ja. Auch sehr schön. Aber jetzt kommen wir zum neuen Programm. Ja. Das heißt, das hat im Oktober Premiere und heißt, ich komme jetzt öfter. Vorbei, zum Beispiel. Also. Unter anderem auch, ja. Ja, also ne, einfach, dass die Kinder größer werden
und ich mal wieder öfter mit Freundinnen raus kann. Es läuft bühnenmäßig ganz gut. Ich komme jetzt öfter mal in den Wohnzimmern vorbei und ja, unten oben ist auch was los. Also super. Das ist sehr schön. Ich möchte mich zu diesem Thema nicht äußern. Erinnern? Das ist eine schöne Freundschaft. Ich möchte mich an das Thema nicht erinnern. Freundschaft. Ich meine, das war aber so schön, als ich in der Bahn saß und neben mir zwei so, ja, so richtig so Jungs, ne, so, die waren total süß, komm rein und so blabbern und so. Und dann hatte der eine irgendeinen Versprecher, ich weiß nicht mehr, und der andere so, das war jetzt so eine Leistung, oh, so eine Leistung, wie heißt, suchte also die freudsche Fehlleistung, das war so eine Leistung. Wie heißt denn nochmal der Philosoph, der sich immer versprochen hat? Super. Süß. Das war Freud, ne? Ja. Ja. Der hat ja viel... Der Philosoph, der sich immer versprochen hat, vor allen Dingen. Sehr ja, schön. Das ist toll. Ich fand das so putzig. Da soll noch mal einer sagen, die heutige Jugend hat Bildungslücken. So. Nee. Ja? So, du moderierst die Ladies Night und löst damit die wunderbare, große, fantastische Gerbo Janka ab. Mhm. An dieser Stelle schöne Grüße. Ja. Wir haben es immer geguckt und sie hat das ja mit so viel Witz und Charme und Coolness gemacht. Ja. Wie gehst du an die Sache ran? Also man kann auf keinen Fall irgendwie was gleich machen oder das fände ich total albern, wenn ich jetzt sagen würde, wie hat Gerbock das gemacht, so will ich das auch machen, dann wäre es ja nur ein Abklatsch. Nein, man muss sagen, Gerbock hat das unfassbar gemacht und die hat so viel, ich meine, das will die immer alles gar nicht hören, aber sie hat viel für uns Frauen auf den Bühnen getan. Das hat sie, allein stimmt, schon ja. Dadurch, dass es sie gibt. Ja. Ich war ganz viel live mit ihr auf Tour, das ist auch wirklich immer ganz toll. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir sind ja zu dritt, wir übernehmen genau, ja zu dritt die Sendung. Genau, Daphne Deluxe und Meltem Kaptan, genau, die macht auch mit. Und Gerbock wollte aufhören, also wir haben sie jetzt nicht rausgedrängt, das ist auch keine Altersdiskussion oder so, weil die Leute dann immer sofort sagen, ist sie zu alt, ich glaube, die hätte die Sendung noch 30 Jahre moderieren können. Ja. Nach 12 Jahren hat man, glaube ich, das Gefühl, jetzt macht man einfach mal wieder was anderes. Und wir sind total froh, dass die Sendung weitergeht, dass der WDR nicht gesagt hat, ach, wie soll das jemals so gut werden? Ja, das wäre dann so ein Problem gewesen, dass man dann sagt, wie ja bei vielen Sendungen, die eingestellt werden, wo der Hauptdarsteller oder der tolle Nebendarsteller dann fehlt, dann geht es nicht mehr. Ja, und ich finde das so cool, dass die jetzt sagen, wir machen zu dritt, dann ist es nicht so die eine Nachfolgerin, sondern ich habe eher so das Gefühl, das Konzept der Sendung geht weiter. Mhm. Wir dürfen das präsentieren. Ich kann nur das, was ich kann. Die wissen, was ich mache. Ich stehe auf der Bühne, sage Sachen, rede Dinge, spreche, wie auch immer. Mehr kann ich nicht. Ich kann leider nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann kein Flickflack, keine Pantomime. Singen kann doch jeder. Also. Ja, außer du musst nur die Koordination mit dem Ohr hinkriegen. Das ist nee, aber ich mache einfach das, was ich immer mache. Und dann muss man mal gucken. Ja, also ich glaube, ich fange schon wieder an, vom Stuhl zu rutschen, liebe Zuschauer. Das ist irgendwie, mögen mich die Studierenden nicht. Ich habe das ja auch ein paar Mal gesehen und da sind ja auch wirklich ganz tolle Frauen dabei und das wird sehr lustig. Ich bin gespannt. Ich freue mich auch, dass du das machst. Natürlich, Gerbod Janke, die hat zu lange gemacht, da sagt man sich irgendwann wahrscheinlich auch mal, jetzt mache ich was Neues. So. Aber da kann ich sie ja mal einladen und selber fragen. Genau. So. Und was wirklich toll ist, wir sind, das hört sich jetzt so schleimig an, aber wir sind wirklich fein alle miteinander. Also Meltem, Daphne und ich, wir haben so Trailer gedreht und wir waren fast alle nachher traurig, dass wir nicht irgendwie zu dritt gemeinsam vor der Kamera stehen, weil das echt auch zwei tolle Mädels sind und Gerbock uns da total unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist wirklich alles... Ihr wechselt euch auch ab dann. Ihr seid ja nicht alle drei auf der Bühne. Ihr wechselt euch, dann gehst du. Aber du machst auch noch ein Programm dabei mit. Ne? Also wenn dann die Meldung kommt und dann sagt die dich an und dann machst du auch noch was. Nee. Also ihr macht dann nur diese... So. Das reicht ja gut, aber man kann dich ja auch bald sehen. Mit deinem neuen Programm kommst du ja auch mal nach Köln. Ja, wie gesagt, Premiere Ende Oktober in der Comedia. Ja, dann... Köln Comedy Festival. Herzlich wahrscheinlich auch... Ich schau mal, ne, dass ich das schaffe. Will ich nicht verpassen, dann können wir jetzt mal ein lecker Bierchen trinken und uns, können wir uns ein bisschen austauschen, ne, über das Leben und so. Du bist ja alleinerziehende Mutter, ne, wie gesagt. Und aber ich stelle mir das schwer vor, dann mit neuem Partner, weil man ist ja, glaube ich, misstrauisch auch. Ach, ich glaube. Ja. Passt der zu meinen Kindern oder Also nicht, ich bin gar oder? Nicht so misstrauisch, weil ich finde, das ergibt sich ja von alleine. Du siehst ja, ob das passt. Also ich glaube,
das kannst du ja alles nachvollziehen. Man ist ja auch inzwischen, also ich bin ja jetzt nicht bedürftig. Ja. Also. Geht's noch? Ja. Wie ich in meinem letzten Programm gesagt habe, auf meinem Libido-Highway mag das ein oder andere Schlagloch sein. Ich muss aber nicht dreispurig neu geteert werden. Also. Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass ich denke, zum kompletten Glück fehlt das, sondern es ist alles fein. Ja. Und wenn dann sich was ergibt, dann muss es aber auch wirklich passen. Also ja. Man ist nicht mehr so kompromissbereit. Ne? Ganz genau. Also das ist, kann ich nur unterschreiben. Ist bei mir genauso. Natürlich hat man dann auch, man hat ja seinen Beruf, man hat ja sein Kind und dann überlegt man sich auch 10-mal, lasse ich den in mein Leben oder nicht. Ja, also da bin ich schon. Ja, und es muss auch Erleichterung bringen, wenn das noch eine zusätzliche Aufgabe wird. Genau. Dann hat man ja gar nichts mehr davon. Hast du dein Kind Nummer 3 zu Hause? Ja, genau. Also ich werde auf jeden Fall keine Fremdsocken mehr wegräumen, das ist schon klar. Ja, das haben Sie jetzt gehört, liebe Zuschauer, vor allen Dingen, falls Sie ein Interesse an dieser Fella haben. Nur ohne Socken? Nur ohne Socken. Anders geht's hier gar nicht. Und Sie sollten möglichst kochen, putzen, waschen können und eine gewisse Affinität zum Fensterputzen haben. Auch nicht schlecht. Fensterputzen wäre super. Der Rest ist egal, aber Fensterputzen ist Fenster. Ich hasse Fensterputzen. Ich hasse alles. Deswegen ich mache es ja meistens mit einem so berühmten Spray und dann und drauf. Und dann kommt halt eben die Dame vom WDR, die dann sagt halt eben, ne, damit nicht. Ne? Das gibt nur einen Frau Film. Yvonne. Ja, Yvonne. Yvonne, das auch. Die ist auch Yvonne, so lustig. Ja, hatte sie die schon mal? Nee, leider noch nicht. Ich Yvonne. Muss anfangen. Und das gibt ja immer Yvonne. So ein, ja, Prost in die Runde. Hast du das Schabau schon drin? Ja, das, ja, sagen wir keinem, dass da Ramazzotti drin ist, die ich in eine Cola-Flasche gefüllt habe. Ja, ich muss immer Gin nehmen, sonst fällt es auf. Ne? Ja. Das merkt uns keiner an. Alles also, das ist normal. Was ist? Ich rutsche schon wieder vom Stuhl. Jetzt weißt du auch, warum. Wo waren wir jetzt? Wasser. Ja, genau. Also wie gesagt, wir reden dann das nächste Mal noch über das Fensterputzen. Man sollte das wirklich irgendwie mit so einem, sagt mein Sohn auch immer. Mit Zeitung, ne? Habe ich auch mal gehört. Nee, da gibt es ja, oder ja, nachpolieren, genau. Damit kann man es auch mal. Und wenn es draußen feucht ist, damit es nicht zu schnell trocknet und Schlieren gibt. Guck mal, theoretisch wissen wir das alles. Ne? Liebe Zuschauer, das waren die Haushaltstipps von und mit Lisa Feller. Genau. Genau. Wie putzt du deine Böden? Nee, komm, lass uns. Haben wir noch Zeit, ein paar Minuten? Ich frage mal in die Regie. Ich sehe die Uhr nicht da. Ah ja, wir haben noch, ne? Gut. Gut, dann erzähl doch mal weiter. Ja, wovon? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Erzähl doch mal weiter, ich habe doch gar nichts angefangen. Ja, es macht doch nichts. Ist doch egal. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein. Erzähl mal weiter. Wie lange schreibst du an so einem Buch? Ah, guck mal, das ist eine Frage. Ich komme mir vor wie in so einem Verkaufssender. Danke, dass du mir diese Frage stellst. Also. Oh ja, bitte, gerne. Wie lange schreibst du denn an so einem Buch? Also ich muss dazu sagen, ich habe das natürlich nicht alleine geschrieben. Ich bin ja seit Jahren. Ich könnte auch so Nummerngirl werden, findest du nicht? Und dann mache ich hier schön, also hier sehen wir ein Buch, das. Ich bin ja mit, kennst du Till Hoheneder? Nee. Früher von Till und Obel. Till Hoheneder, ein unfassbar kreativer Autor und Geist. Und wir haben vor Jahren zusammengefunden und machen seitdem eigentlich alles zusammen. Also der schreibt mit mir und alles außer untenrum. Er hat eine sehr, sehr nette Frau. Ich habe doch gar nichts gesagt. Du hast aber einen Unterton gemacht, den ich sehr wohl, sensibel wie ich bin, sofort. Und nein. Da man sich ja kennt, ne? Nein, der hat vor allen Dingen, der hat Kinder im gleichen Alter wie ich. Ja. Das heißt, er kennt auch die Lebenssituation. Und ist einfach jemand, der sehr gut einen Blick von außen hat. Und häufig, wenn ich da loslaber, das so bündelt. Oder einfach manchmal einfach nur Sparringspartner ist. Ich erzähle ihm irgendwas und es reicht schon, dass er sagt, ja, das ist lustig. Und dann probiere ich es aus. Aber ich brauche das einmal von dem gehört. So aber du hast das allein geschrieben, und, oder? Nee, und der ist, weil Buchschreiben ist echt nochmal eine andere Geschichte. Ja, so. Und der auch häufig dann mal sagt,
gib mir mal, was du da geschrieben hast. Ja, so. Ja, ich schreibe auch Kinderbücher, von daher kann ich da gar nicht mitreden. Aha, aber das finde ich, ohne, weil ich würde mich verlabern. Ja. Der hat dann auch häufig so Pointen, auf die ich nicht käme und so. Also das ist definitiv ein Gemeinschaftswerk, ganz klar. Das ist toll. Also wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, also im Moment, ich lebe ja da von meiner Fantasie und da kann ich eintauchen in die Kinderwelt und bin verschwunden für ein paar Tage. Toll. Ja. Das ist super, das ist ja fast wie Yoga. Ich mag Yoga nicht. Ja, aber da brauchst du ja auch nicht. Du hast nee. Ja jetzt so. Ja. Nee, ich bin immer jemand, der braucht viel Action. Ich fahre so ja? 30, 40 Kilometer mit dem Rad und so. Achso, also, ich dachte, ich fahre so mit 30, 40 über die Autobahn. Nee, da fahre ich mit dem Fahrrad dann mit dem Auto. Ich habe gar kein Auto. Ach echt? Nee, echt, ich habe kein Auto. Ich habe gar kein Auto. Warum Sherry, nicht? Ma chère. Hast du denn Führerschein? Ja, in Amerika gemacht, nicht. Gilt der denn hier? Nee, den habe ich nicht umschreiben lassen. Ich habe den dann auch nicht mehr gebraucht, weil ich finde, man muss sich mehr bewegen. Und ich bewege mich sehr, sehr gerne, auch wenn man es nicht sieht. Und wenn du, ja, und wenn du jetzt irgendwo mal hin willst, also wenn du jetzt in eine andere Stadt willst dann, und das nicht mit dem Fahrrad machen kannst, dann fährst du mit dem Zug, oder? Ja, fahr ich mit dem Zug. Ich fahr gerne mit dem Zug. Super. Ja, aber war schön gemacht. Weißt du was? Entschuldigung, nee, sag du erst. Nein, du bist doch jetzt schon hier. Schon vergessen. Werde ich jetzt interviewen? Ja, die nächste ich Frage, schon. Die ich stelle, ja, aber jetzt stellst du erst noch eine Frage. Nee, Bühnenprogramm. Achso, jetzt dann stelle ich sie doch eben. Ja. Wenn du nachts zurück willst, weil die Züge fahren ja nachts alle immer nicht. Wie machst du es dann oder machst du dann mit Übernachtung immer? Das kommt darauf an. Ich bin ja viel in Hamburg. Ja. Grüße meine Freunde an dieser Stelle. Ja, ich habe ja noch jemanden. Ich habe ja, hab ja noch meine Kollegen, meine ehemaligen da. Ich war ja bei einem großen Verlag in Hamburg und bin dann in der Woche da gearbeitet und am Wochenende nach Hause, war mein Sohn noch also ganz klein. Also heißt, dieses nachts noch und zurück musst du, stresst dich nicht, da pennst du dann nee, das nicht, ich kann da nicht schlafen, aber es stresst mich nicht. Ja. Ich möchte dann nach Hause. Ich ja. bin nicht aber so. Aber es fährt doch nachts nichts. Wie machst du das dann? Ach doch, doch. Oder bist du so früh fertig, dass du noch einen Zug kriegen kannst? Ja, okay. Das schaffe ich schon. Es sei denn, wenn ich in Hamburg bin, dann muss ich dann übernachte ich auch da. Ja, und dann weil weiter. Das ist ja dann doof. Ich kann ja mit den Leuten nicht abends ausgehen und muss dann noch einen letzten Zug. Ich glaube, der letzte fuhr erst um 8 oder abends, nee, um 12 fuhr der letzte. Und da hat man ja auch nicht so ja, das ist Lust auf Stimmung und gleich zum Flughafen, zum ja, oder Fliegen, ja, das ist dann weil, auch. Bei mir ist es so, dadurch, dass meine Shows ja immer abends sind und bis man dann alles zusammengepackt hat und dann gebe ich immer ja. Autogramme und so, dann ist es schon so 11 und dann kommt man aus vielen Städten einfach nicht mehr weg. Das stimmt, deswegen das muss stimmt, ich mit dem ja. Auto fahren, weil ich wieder ja. nach Hause zu meinen Kindern will. Ja, und, das stimmt, weil, ja, das ist wahr. Da kannst du halt maximal bis ja, 12 Uhr weil, ist dann hab ich Schluss. Gerade gesagt, weil ich zu Hause will oder habe ich, weil ich nach Hause will, gesagt? Das ist egal. Wir sind hier in Köln, da tun die Leute will? Sprechen, wie sie wollen. Was hast du gesagt? Ich habe zu Hause, weil ich zu Hause will. So, ja. Ich will dann auch zu Hause und dann ist mir egal. Ne? Fasch, Zug dann. Ne? Ja. So, welche Frage wolltest du jetzt noch als nächstes? Welches Frage? Meine lieben Zuschauer, Sie müssen mir verzeihen, das ist hier etwas anders als sonst. Doch, ja, das war mir. Ja, 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 jetzt kommt die Frage. Jetzt bin ich gespannt. Wie fallen dir die Gags ein? So. Ja. Ich hab noch was. Das ist ordentlich mal den Petto. Jetzt nicht so, als hätte ich dich vorbereitet. Nicht nur nein, 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 nein. Also das ist total unterschiedlich. Manchmal sitze ich irgendwo und höre Menschen zu und denke, das habe ich jetzt nicht ernsthaft gehört. Dann schreibe ich mir das sofort auf. Probiere das auf der Bühne erstmal improvisierend aus. Und wenn ich merke, ist ein Gag, dann mache ich so ein bisschen Füllmaterial, damit es auch eine kleine Nummer wird. Dann gibt es manchmal die Situation, dass man denkt, das ist ja sauwitzig. Dann erzählt man es auf der Bühne und merkt, nee, ist nur in der Kneipe im So-Gespräch witzig, aber für die Bühne reicht es nicht. Ganz interessant. Manchmal ist richtig klar, boah, ich brauche was zu dem Thema. Und dann setze ich mich mit Till, ne? Wir setzen uns da hin. Und da kann auch schon mal passieren, dass man 3 Stunden labert und einem nichts einfällt, ne? Weil Kreativität ja nicht planbar ist und auch nicht abrufbar. Kommt spontan meist, ne? Meistens ja. schon. Mhm. Oder man sitzt irgendwie im Zug und lässt, im Zug, meistens im Auto, lässt die, Hamburg fahre ich auch im Zug, man lässt auf jeden Fall die Gedanken irgendwie so fließen und plötzlich denkt man, da könnte ich auch mal was drüber machen. Oder man sieht ein Schild, was man lustig findet und kommt auf was ganz anderes. So. Oder eine Fernsehsendung, die man lustig findet. Genau. Also, wie zum Beispiel, hast du Dschungel geguckt? Ja.
Teils. Also nicht ganz, weil ich... Ja, ich muss das von Berufswegen ja sowieso. Ich auch. Nein, man muss schon wissen, was passiert tatsächlich. Wenn so eine Quote hat, dann muss man schon auch wissen... Ja, ich musste erstmal nach einigen der Protagonisten da googeln. Ich wusste ja nicht, wer war. Weißt du, was ich diesmal zum ersten Mal gemacht habe? Ich kannte auch bis auf die Alf-Stimme und Peter Orloff. Ich glaube, die beiden kannte ich. Nee, da habe ich dir was voraus. Ja, oder vielleicht kann er auch... Ja, weiter. Egal, jedenfalls dachte ich, nee, ich google diesmal nicht, weil das eh egal ist. Wenn du zum Beispiel weißt, ja, der war mal beim Bachelor oder so, dann denkst du, okay. Und es ist ja auch immer so leicht zu sagen, sorry, wer ist das? Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja wirklich nur darum, wenn die erstmal da sind, dann können Kreti und Pleti von der Straße sein. Es ist scheißegal. Es ist einfach interessant, wie Menschen auf engem Raum miteinander umgehen. Ich will das gar nicht schönreden. Ich finde auch, dass es durchaus Sachen gibt, über die man da diskutieren kann. Aber das ist natürlich das, was es ausmacht. Aber ich habe auch gehört, dass es... an Universitäten, in den Psychologiestudien haben wir jetzt... Kriegen wir Besuch von einer Fliege? Ich habe Dschungel gesagt, ja. Hauptsache, ich muss die gleich nicht essen. War nee. Dass die sich das anschauen, nur um das Verhalten zu analysieren. Glaube ich. Ist ja auch, weil es ist ja, die sind ja alle da mit einer Maske drin und man hat natürlich jetzt eine Konstellation mit diesem Töpperwien und mit diesem Jota da geschaut, dass die sich mega. Da so diese zwei Alpha-Männchen dann... Und ne? Was mich natürlich interessieren würde, das Material, das man nicht zu sehen bekommt. Nee, auf jeden Fall. Weil die natürlich das auch hervorragend dramaturgisch bestreiten. Und ja, der Schnitt ist hervorragend. Wie viel da passiert, bei dem man denkt, das wäre richtig interessant gewesen, aber... Ja. Ich habe ja gedacht, man hätte dann so in dieser die große Abrechnung noch was gesehen, aber da war ja alle weichgespült. Ja, aber ich finde, so. Evelyn Bodecki hat es verdient, ganz ehrlich. Süß. Ich fand die ganz süß und ich habe da auch drüber geschrieben. Und was habe ich nochmal gesagt? Sie ist halt eben irgendwie... Ja, sie hat ja so eine liebenswerte Naivität. Und ich glaube nicht, dass das gespielt ist. Das kannst du zwei Wochen nein, gar nicht spielen. Nein. Die ist ich einfach finde, so. Die hat... Also ich finde das so, in manchen Situationen dachte ich, ja, man kann jetzt immer darüber lachen, dass sie lustige Sprüche verdreht und die wird in diesem Leben keinen Nobelpreis mehr gewinnen. Aber man weiß es nicht. Aber die reagiert manchmal so gut, so echt. Ja. Also als hier zum Beispiel dieser Ex von der als erstes rausgeflogen ist. Der Herr. Genau, als der dann kam, ich wollte mal mit dir sagen, für mich ist alles gut. Ja. Wo man so denkt, ja geil, das ist auch wieder so typisch Mann, sag ich jetzt mal. Naja, wahrscheinlich typisch Mensch. Für mich ist alles okay, dann muss es für dich auch sein. Und sie das auch nicht mit Sicherheit machen lassen. Die hat da sondern einfach gesagt hat, ja, aber nur weil du jetzt kommst, ist das doch, für mich ist es noch überhaupt nicht in Ordnung. Das fand ich zum Beispiel cool, dass sie nicht so, okay, wir Frauen ja auch manchmal so reinrutschen. Also wo ich dachte, nee, die ist schon irgendwie... Nee, also ich muss auch sagen, die hat ja dann auch sich gegen den Jota gewehrt und hat gesagt, wo er das Wachs da reingeschüttet hat, hat sie zu Sandra gesagt, ja, aber wenn ich das jetzt gemacht hätte, ne? Und ich meine, die hat ja Prügel von allen Seiten gekriegt. Ich war da, hab gesagt, ihr könnt froh sein, dass ich nicht im Camp bin, sowas kann ich nicht vertragen, nicht? Also, als die alle gesagt haben, du bist schuld, ne? Ja, und dann wollte der Töpper wie sie auf der stille Treppe setzen. Da ist mir nichts mehr zu eingefallen. Aber kann man da nicht auch so Gags draus ziehen aus solchen Situationen? Ja, aber Dschungelcamp finde ich ist so, dass ich gucke das, aber es ist für mich kein Thema, weil irgendwie ist es auch schon. Ist dann auch durch. Also auf der einen Seite ist es so leicht, sich darüber lustig zu machen. Auf der anderen Seite gibt es auch darüber schon so ganz viel. Ja. Und ich finde, das ist inzwischen so, entweder man guckt oder nicht und Thema durch. Genau. Ich gucke es und ich gucke es gerne. Jetzt haben wir auch genug darüber geredet. Und ich schreibe auch drüber, muss ich ja auch schon, von Berufswegen. Ja. Nee, eigentlich sind wir jetzt am Ende. Wir könnten jetzt noch weiter. Das war ja ein schönes Abschlussthema. Fandst du? Soll ich nochmal schnell nachdenken? Und dass wir vielleicht über was anderes reden. Alles gut. Schönheits-OPs. Ach, das ist geil, dass wirklich ein Hautarzt mal mich ungefragt beraten hat, wo er mich überall spritzen würde. Echt? Ist das dir passiert? Ja, also hier ausgeprägte Tränenrinne. Ich habe eine Tränenrinne. Du frag ihn. Ich dachte, Tränenrinne. Ja, ich wahrscheinlich. Ich bin doch kein Haus. Ja, Tränenrinne. Und dann hier mal ein bisschen Botox, hier ein bisschen Hyaluron, da kriegen wir das hängende Gesicht wieder hoch. Ich habe mich gefühlt wie so ein Pässe. Ich warte, was wird hängende Gesicht? Also wenn er das zu mir sagen würde, wäre ich ja schon sauer. Aber das zu dir zu sagen. Ja, das sagt er, hier können wir ein bisschen Also liebe Zuschauer, ich sitze hier wie, da hängt nichts im Gesicht. Ah ja, natürlich. Aber du kennst uns Frauen noch, ne? Da war mal ein bisschen straffer, können Sie da nicht machen? So. Und dann ungefragt. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte. Aber wir werden doch auch immer reduziert auf Schönheit. Das ist, du musst immer jung und immer schön sein und der Mann kann eine Plauze, eine Platte und eine Glatze haben. Ne? Und ist Frau ist fett, der Mann ist kuschelig. Ja, das ist so. Das ist ein abendfüllendes Thema. Das ist ein abendfüllendes Thema. Ja. Machen wir weiter. Dritter Teil.
Fall, Lisa Feller im Interview. Auf jeden Fall, liebe Zuschauer, es war wieder wunderbar. Ich habe mich heute darauf so gefreut. Wir haben das schon auf allen Kanälen gepostet. Jetzt sind wir am Ende. Show nicht vergessen. Wir blenden das alles nochmal ein. Auch den Buchtitel und wo das Buch zu erhalten ist. Nicht verpassen. Lisa Feller in Mord mit Ansage. Auch schön. Da haben wir aber den schönen Versprecher drin, Mord mit Aussicht. Nee, da macht sie nicht mit. Das ist, passiert ganz passiert, viel. Ne? Ja, ja. Aber es ist Mord mit Ansage. Eine Impro-Show. Auf Sat.1. Auf Sat.1. Genau. Die aber, glaube ich, gerade gar nicht ausgestrahlt wird. Ich glaub, die doch, ich glaube schon. Diese Woche kommt noch eine Folge. Kommt noch eine Folge. Ja. Aber ganz, ja, dann gerne, weil das wirklich, wirklich Spaß macht. Und am 14.02., das ist Valentinstag, könnte es ein schöneres Datum geben, abends 22.45 Uhr, meine erste Ladies Night. Ja, das ist auch wichtig zu wissen, liebe Zuschauer. So, das war's mit uns zweien hier erstmal. Vielen Dank, Martina. Vielen Dank, Lisa. Ich habe mich so gefreut. So, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Das ist schon mal irgendwie, irgendwann irgendwie, wir bleiben in Kontakt. Liebe Zuschauer, ich danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich habe das nächste Mal auch wieder ganz, ganz tolle Gäste und sage bis dahin Tschüss und lassen Sie es sich gut gehen. Tschüss.